Okay. Ich wollte euch nochmal darauf aufmerksam machen. Was wir machen müssen ist, guck mal, die wollen uns sowieso stoppen, das ist schon mal klar. Unsere Feinde, ja, die wollen uns stoppen. Die haben angefangen. Wir haben einfach nur Dauer gemacht. Die mussten in unsere Buden reinkommen, Theater machen, uns hinstellen wie die letzten Verbrecher. Alhamdulillah, wir haben immer gegen Terrorismus und diese ganzen Sachen geredet. Übrigens, Terrorismus ist für uns nicht Freiheitskampf, damit man da kein Missverständnis hat. Wollte ich schon mal betont haben, ja. Terrorismus sind für uns Anschläge auf unschuldige Menschen und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Terrorismus und Freiheitskampf, okay? Das heißt, wenn zum Beispiel jemand ein Land angreift und so weiter und so fort und jemand wehrt sich dagegen, dann würden wir die Leute, die sich wehren, nicht Terroristen nennen. Ja? Falls es irgendwelche Missverständnisse geben sollte. Klarer will ich jetzt nicht auf das Thema eingehen. Vielleicht werde ich am 20.02. etwas intensiver auf das Thema eingehen, damit es auch keine Missverständnisse gibt. Jedenfalls, die Sache sieht folgendermaßen aus. Wir haben diese ganzen Schritte sind wir gegangen. Das heißt, diese ganze Dauer angekurbelt mit der Internetseite und so weiter, Alhamdulillah. Dann natürlich jetzt die Aktion mit den Flyern. Nur wir müssen davon ausgehen, dass wir das nicht so weitermachen können. Ja? Dass wir nicht so weitermachen können. Ich sage euch warum, weil Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 120, Len tarda ankel Yahude, wala Nasara, hetta tatabia milletum. Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihrem Weg folgst. Wir können ganz normal unsere Religion so weiter praktizieren, würden wir weitermachen, die Leute treten weiter in den Islam ein. Aber die Sache ist einfach, dass ich davon ausgehe, und ich lasse mich gerne positiv überraschen, dass uns Steine in den Weg gestellt werden. Der beste Beweis ist das jetzt. Normalerweise, Barack Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen. Warum habe ich den nicht bekommen? Ist doch eine Frechheit, oder? Wofür kriegt der den Friedensnobelpreis? Schickt 20.000 Soldaten nach Afghanistan, kriegt den Friedensnobelpreis. Pierre Vogel ruft die Leute zum Frieden auf. Der wird als Hassprediger dargestellt. Guck mal, wie schizophren die Welt hier ist. Für mich? Ja. Danke. Ach, besser. Ja, oder? Das ist der Punkt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die ganze Sache irgendwie gestoppt wird. Weil das ist halt so. Du musst dir vorstellen, die haben diesen ganzen Schrott hier bei uns. Übrigens, Schrott ist keine Fäkalsprache, kein obszönes Wort, falls nachher jemand sagt, was hat der für Worte? Aber Schrott ist Schrott, ne? Kennt ihr schon. Jedenfalls, nachher kommen, in der Zeitung wird irgendwas von dir behauptet, die Leute fressen das. Guck mal, jetzt in arabischen Ländern, du denkst, boah, wenn du vielleicht hier abgeschlachtet wirst von der Regierung, vielleicht steht irgendwie jemand in arabischen Ländern auf, ja von wegen. Die Herr hetzen noch schlimmer gegen dich als hier. In der Zeitung, in der saudi-arabischen Zeitung, wisst ihr, was da stand? Die deutsche Regierung hat Leute durchsucht, die Bücher hatten, wo zur Gewalt aufgerufen wird und so weiter und so fort. Und zum Terrorismus. Und dann siehst du die ganzen Kommentare von den ganzen Leuten dort, von unseren Brüdern. Ja, diese Terroristen da in Deutschland und hin und her. Meinen uns damit, guck mal. Das interessiert keinen Menschen. Verstehst du, meinst du, da schreit irgendjemand auf, der dir hilft? Das heißt, die brauchen demnächst nur zu sagen, Pierre Vogel hat dieses oder jenes gemacht. Ab die Post wird er in den Knast gesteckt, dann ist er schuldig. Ist so. Ist so. Wer fragt da noch danach? Versteht ihr, haben wir mal nachgefragt. Guck mal, da gibt es einen Juden, gibt es. Einen Juden, der will sich für die Freilassung von Munir Mutasaddiq will der sich einsetzen. Kennt ihr Munir Mutasaddiq? Der angeklagt wurde wegen dem 11. September. Ich habe mir gedacht, guck mal, ein Jude kommt auf die Idee, der sagt, der ist unschuldig, er hat ihn im Gefängnis besucht. Guck mal, der Jude hat diesen Munir Mutasaddiq im Gefängnis besucht, das ist ein Linker, ein kommunistischer Jude, ja? Und hat den besucht. Ich habe gedacht, wer von uns ist auf die Idee gekommen, den mal im Gefängnis zu besuchen? Und er hat mit dem geredet und er sagt, der Mensch ist unschuldig und deswegen will er sich für die Freilassung von dem einsetzen. Kannst du dir vorstellen? Da habe ich mir gedacht, guck mal, wie bekloppt wir sind. Weißt du, ich habe das auch so in den Medien gehört. Ja, der ist schuldig, in Gefängnis rein, bumm. Hast du einfach so akzeptiert. Woher willst du wissen, ob das überhaupt stimmt? Vielleicht haben sie dem einfach irgendwas in die Schuhe geschoben. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, daran sieht man, wie wir selber, ich selber, jeden Quatsch glaube, der im Fernsehen kommt. Obwohl ich selber an mir sehe, was die ganze Zeit erzählt wird. Gestern habe ich mit dem
Gestern habe ich mit dem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geredet und da meinte er zu mir, jetzt heute, er meinte zu mir, ja, was er halt sieht, ist, dass die ganze Sache total übertrieben wird, diese ganzen Warnungen. Und da meinte er so, die Angst ist einfach da, die Leute denken, der meinte, also die haben einfach nur Angst, dass die Leute halt alle zur anderen Seite überwechseln, zum Islam. Und ich sage zu den Kollegen, das passiert sowieso. Islamisierung Deutschlands oder was? Die schleichende Islamisierung, was für eine schleichende Islamisierung? Rasant Islamisierung. Das passiert sowieso. Das ist schon geschrieben, hallo. Islam wird die Welt regieren. Mit mir und ohne mich. Das ist halt so. Da können die wie Rumpelstilzchen rumspringen, Saltos schlagen und sich aufregen. Passiert sowieso. Das ist nun mal so. Das ist geschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Da brauche ich gar nichts für zu tun. Ich will die Menschen vor der Hölle retten. Am Ende der Sieg kommt sowieso von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit uns oder ohne uns, egal ob du abgeschlachtet wirst oder nicht, kommt sowieso. Das heißt, für alle Leute, die sollen keine Angst vor der Islamisierung haben, die sollen lieber Angst haben, dass sie morgen krepieren und den Islam nicht angenommen haben. Denn dann sind sie für Ewigkeit in der Hölle. Frau Merkel, diesen Tipp gebe ich Ihnen übrigens auch. Falls Sie dieses, und hier die ganzen Leute vom Verfassungsschutz, die sich die Videos nachher reinziehen. Kommt zu uns, tretet bei uns in den Verein ein. Verlasst diesen Job, diese Ungerechtigkeit. Bei Leuten rumspionieren, abhören und so weiter. Das dazu. Deswegen, was wir aber jetzt wollen, ist, warum erzähle ich das? Die Sache wird bestimmt, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann erzählt wird, ja, Pierre Vogel hat dies oder jenes gemacht und dann bist du auf einmal weg vom Fenster. Dann interessiert dich die islamische Umma sowieso nicht mehr für den. Der ist halt schon Krimineller, ist klar. Oder die Seite wird zugemacht, irgendwas wird schon erfunden. Oder irgendein Hacker wird organisiert, der die Seite hackt. Ist ja schon einmal passiert mit der Seite. So, ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Dann werden die sagen, oh, der hetzt wie. Ich hetze nicht, das sehe ich doch. Da kommen die Leute zu mir nach Hause wegen einem Satz in einem Buch. Ja? Warum haben die uns nicht angerufen und gesagt, hört mal, in dem Buch ist dieses oder jenes drin, das verstößt gegen das Jugendschutzgesetz. Das heißt, du kannst das Buch ruhig verteilen. Du kannst das Buch ruhig zu Hause haben. Du darfst es nur nicht an Minderjährige verteilen. Und deswegen machen die eine Großrazzia. Kannst du dir das vorstellen? Die tausende Euros kostet. Tausende Euros für eine Großrazzia wegen einem Buch. Kinderschutzgesetz. Mein lieber Scholli, ey. Da fällt dir nichts mehr zu ein. Deswegen, ich denke, dass irgendwann der Ende gemacht wird. Alhamdulillah, dann sind wir inshallah auf der richtigen Seite. Aber was ich will ist, ich möchte inshallah jetzt zu Plan B übergehen. Plan A war, Internetseite machen, große Hallen mieten, Moscheen. Die Moscheegemeinde haben sie die meisten schon in einigen Bundesländern, die ganzen Moscheegemeinden haben die schon geschnappt. Die haben schon unterschrieben, ohne Quatsch, in Hessen. Ich bin damals im Jahr 2006, 2007 fast jeden Monat in Hessen gewesen. Jetzt, dann sind die Leute, die Freunde, sind zu unseren Moscheevorständen gegangen, haben gesagt, wir sind eure Freunde, wir kennen euch. Mustafa, Haji, Ali und so weiter. Ihr seid gute Muslime und wir kooperieren. Wir vom Verfassungsschutz kooperieren mit euch Moscheevorständen. Das heißt, wenn ihr jemand einladet oder vor der Migrationsbehörde, was auch immer, ja, dann ruft uns vorher an und dann geben wir euch das grüne Licht, ob der gut ist oder schlecht, denn wir wollen ja wie ihr. Wir wollen ja nur das Beste für die Muslime und ihr wollt ja auch nur das Beste. Und wenn da auf einmal so radikale Prediger kommen, das schadet euch schon und uns. So eure Muslime wie die, die können wir gut vertragen. So, und was ist dann passiert? Da haben die ein Schreiben unterschrieben mit der Migrationsbehörde. Ich habe es schwarz auf weiß gelesen. Dass die also zur Integration beitragen. Das kannst du sogar im Internet nachlesen. Wisst ihr, was da für ein Programm ist? Zum Beispiel, dass die Moscheevorstände sich dafür einsetzen, dass
die Mädchen auch beim Schwimmunterricht teilnehmen. Die kleinen Mädchen müssen ja auch. Ja, was soll das auch, ne? Warum nicht? Warum sollen die nicht beim Schwimmunterricht teilnehmen? Da ist doch alles normal, ist doch alles kein Problem. Ne? Ja, kommt drauf an, wenn die in 100 Jahren dann noch bekloppter werden, ne? Dann vor 40 Jahren gab es nur getrennten Schwimmunterricht in Deutschland. Wollte ich nur mal kurz festgehalten haben, ja. Aber mit der Zeit lockert sich ja alles ein bisschen auf. Ne? Jetzt gibt es Sexualkundeunterricht in der Schule. Ja? Das war vor ein paar Jahren sehr dezent. Heute zeigen sie dann, was weiß ich, irgendeinen Film oder so. Ja? Demnächst gibt es praktische Übungen. Ja, du kannst ja nie wissen, was passiert, Achi. Es wird ja immer bekloppter, Achi. Ja, heute kann der Mann mit dem Mann heiraten, morgen kann der Mann mit dem Hund heiraten. Ja, was ist denn daran so schlimm? Die eigene Freiheit hört auf dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Der Hund ist einverstanden, der Mann ist einverstanden. Ja, Leute, ja hier, wo leben wir? Das ist eine Tatsache. Da musst du eigentlich heulen. Das ist eine Tatsache. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Es wird immer bekloppter. Ja, aber wir müssen jeden Unsinn müssen wir mitmachen. Jeden Unsinn müssen wir mitmachen. Die haben ein Weihnachtsfest, wo angeblich Jesus geboren ist. Ach, noch nicht mal angeblich. Die wissen ja selber, dass er da nicht geboren ist. Mit Sommernachtsfest, wo der Sonnengott angebetet wird. Am 24. Dezember. Man muss dann mitmachen. Ansonsten bist du nicht integriert. Das ist die Integration. Was für eine Integration? Ich bin streng gegen Integration. Wenn das Integration sein soll. Wenn Integration ist, dass wir uns friedlich verhalten, dass wir nicht stehlen, vernünftige Menschen sind, nicht wie Alpha-Jacke ein Video ins Internet stellen bei YouTube, wo wir die Deutschen beschimpfen, ja, oder die Nicht-Muslime. Ich bin für Integration. Aber wenn Integration heißt, Kopftuch ausziehen und jeden Schwachsinn mitmachen, dann sage ich hier, niemals, inshallah. Bin ich der Letzte, der bei diesem Schwachsinn mitmacht. Und das ist der Punkt. Deswegen, was müssen wir machen? Plan B. Plan B ist, wir machen einfach, so, wie nennt sich das nochmal, die Zellteilung? Wie nennt sich das? Symbiose? Ne, wie nennt sich das nochmal? Zellteilung. Wir machen Zellteilung. Dann heißt, aus einem, der Dauer macht, wie Per Vogel, werden einfach 1000. Und die gehen überall hin von Tür zu Tür. Und haben ihre Häuser. Und haben ihre Sitzungen zu Hause. Hinterhofmoschee. Das ist so cool, wir haben jetzt eine Moschee in Dormagen, so eine ganz kleine. Und ich habe zu denen gesagt, Mann, warum habt ihr die Salahuddin Ayyubi Moschee genannt? Ihr hättet die Hinterhofmoschee nennen müssen. Fände ich total cool. Stell mal vor, so ein Schild, da steht so Hinterhofmoschee drauf. Ja? Auf jeden Fall, wir gehen zu Plan B über. Wir bilden einfach tausende Duat aus. Deswegen auf der Internetseite haben wir jetzt einen Dawa-Kurs. Und ich sage euch, Bruder, glaubt mir eins. Wenn ihr da mitmacht und ihr beschäftigt euch jeden Tag, selbst wenn ihr mehr Wissen habt als ich, hier ist bestimmt der ein oder andere, der mehr Wissen hat als ich, ja, ist bestimmt hier, selbst wenn ihr mehr Wissen habt, ich habe mich auf ein Thema spezialisiert, Dawa. Ja? Und glaub mir, du wirst davon profitieren. Wir werden am Anfang über... Heute ist der erste Unterricht online. Bei dem ersten Unterricht gibt es 18 Fragen. Am Ende, nach 6 Monaten, gibt es einen Test. Da muss man 90% der Fragen beantworten können. Bei der ersten Unterricht werden 3 Hadithe auswendig gelernt und 3 Ayats vom Koran. Man kann die auch auf Deutsch auswendig lernen, damit man nur den Sinn im Kopf hat. Ja? Es werden Verse erklärt, grundlegend zur Dawa. Glaub mir, wenn du daran teilnimmst, wir werden am Ende Shubuhat, Scheinargumente von Christen, Scheinargumente von Koraniyun, alles werden wir beantworten. Glaub mir, da wirst du von profitieren. Das wird dir in 6 Monaten, wenn du daran richtig teilnimmst und lernst, glaub mir, wird das dir geben, dass du jeden unter Tisch laberst, inshallah. Weil, Brüder, viele Dinge sind ganz einfach. Guck mal, letztens kommt ein Bruder zu mir, der sagt zu mir, ich habe mit jemandem diskutiert über Islam. Und da hat er zu mir gesagt, wer hat das Meer erschaffen? Da habe ich gesagt, Allah. Wer hat den Fisch erschaffen? Sagt Allah. Wer hat die Sonne erschaffen? Allah. Dann sagt er, wer hat Allah erschaffen? Und dann sagt er, boah, da hat er mich Schachmacht gesetzt. Ich sage, Subhanallah, Achi. Ist eine ganz einfache Antwort. Keiner
Ganz einfach. Er fragt, wer hat Allah erschaffen? Das keiner hat den erschaffen. Und dann sagst du, gehst du direkt weiter. Aber du hast gerade einen Fehler gemacht. Denn du hast jetzt Allah mit der Schöpfung verglichen. Und du weißt, dass alles einen Anfang hat. Aber Allah sagt im Koran, nichts ist ihm gleich. Das heißt, alles hat einen Anfang außer Allah. Allah hat keinen Anfang und kein Ende. Bumm. Ende aus. Mehr brauchst du gar nicht zu erklären. Da brauchst du nicht weiter zu philosophieren, durch die Luft zu fliegen. Ganz einfach. Das sind ganz einfache Antworten. Und deswegen, Brüder, macht alle mit bei dem Dauerkurs. Brüder, ich würde mich freuen, weil ich mache das, wer weiß, wie lange wir noch leben. Ich will, dass wir demnächst hier, die haben sich gefreut, die haben uns jetzt wachgerüttelt. Letzten Mittwoch haben sie uns geärgert, jetzt ärgern wir die, Alhamdulillah. Machen wir 1000 Leute, die gelernt haben, Dauer zu machen. Nur auf diese Sache spezialisiert. Bup. Und jeder macht in seiner Umgebung Dauer, überall wo er ist. Du meinst, wie viele dann inshallah zum Islam übertreten? Möge Allah das ganze Land zum Islam übertreten lassen. Amen.